Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr einschaltet und wir uns wiedersehen, beziehungsweise ihr mich wiederseht. Es ist jetzt eine ganze Weile her, dass ich ein Video hochgeladen habe, aber heute gibt es endlich wieder was Neues. Und zwar zu einem etwas anderen Thema, als ihr es sonst von meinem Kanal kennt, weil ihr euch für eine vegane Ernährung und Lebensweise im Allgemeinen interessiert, gehe ich davon aus, dass euch auch so Themen wie Tierschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und so weiter am Herzen liegen. Und ihr wisst, durch unsere Ernährungsentscheidungen können wir unseren ökologischen Fußabdruck wirklich maßgeblich beeinflussen und haben mit jeder Mahlzeit, also im Schnitt 2 bis 3 Mal am Tag, die Möglichkeit, uns entweder für oder gegen Ausbeutung, also des Planeten, von Tieren, unseren Mitmenschen und so weiter zu entscheiden. Aber natürlich geht dieses Ganze über den Ernährungsbereich hinaus und es gibt noch so viele weitere Alltagsbereiche, in denen wir durch unsere Konsumentscheidungen ja etwas zu einer positiven Entwicklung beitragen können. Man sagt ja so schön, oder es gibt so diesen Spruch, jede Quittung und jeder Kassenzettel ist wie ein Stimmzettel und mit jedem Kauf und jedem Euro, den wir ausgeben, können wir halt unsere Stimme abgeben für eine gesündere, friedlichere, gerechtere und einfach bessere Welt. Und in diesem Video würde ich gern auf den Alltagsbereich von Kleidung oder Mode eingehen, weil da haben wir natürlich auch durch unsere Kaufentscheidung einen großen Einfluss, den wir nehmen können. Und in diesem Video möchte ich einfach so ein paar Informationen mit euch teilen, die ich in letzter Zeit für mich so gesammelt habe und ja, was ich da alles so rausgefunden habe. Und euch so ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand geben, was ihr beim Kauf von Kleidung beachten könnt, um eben eure Stimme für Tierschutz, Umweltschutz, fairen Handel und Gerechtigkeit und eben gegen Ausbeutung und Ungerechtigkeit abzugeben. Es geht natürlich nicht um Perfektion, ihr müsst nicht perfekt sein und ich bin auch alles andere als perfekt. Mein Ziel ist es, bei allem, was ich mache, Bewusstsein für ein bestimmtes Thema zu wecken und zu schaffen. Und euch einfach Möglichkeiten oder Vorschläge mit an die Hand zu geben, die ihr im Rahmen eures Möglichen umsetzen könnt. Und ich habe zu diesem Thema auch einen Beitrag auf meinem Blog geschrieben. Und da kriegt ihr nicht nur Informationen, sondern ich habe auch ein ethisches Lookbook integriert, wo ihr sehen könnt, dass vegane, faire, nachhaltige Kleidung nicht unbedingt öko, ist ja so eine Beleidigung, ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, aber öko aussehen muss, sondern auch wirklich cool und schön aussehen kann, einfach als Inspiration. Also wenn es euch interessiert, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Fangen wir an mit Tipp Nummer 1, was ihr beim ethischen Shoppen beachten könnt. Und zwar ist das erstens, vegane Kleidung zu kaufen. Wodurch zeichnet sich vegane Kleidung aus? Es ist eigentlich nichts anderes ja, als bei der Ernährung auch, die ja frei von tierischen Inhaltsstoffen ist. So ist auch vegane Kleidung frei von tierischen Materialien und enthält keine tierischen Fasern wie Leder, Wolle, Pelz, Seide und so weiter. Und als erstes könnt ihr natürlich einen Blick auf das Etikett innen in eurer Kleidung werfen, wo die Materialien aufgelistet sind. So seht ihr auf den ersten Blick, ist eine tierische Faser wie Wolle, Leder und so weiter verarbeitet oder nicht. Und ihr solltet aber auch so auf diese versteckten, nicht unbedingt versteckt, aber worauf man nicht unbedingt auf den ersten Blick achten würde, Dinge achten. Und ein ganz klassischer Fall sind dabei zum Beispiel diese Patches, diese viereckigen, die hinten auf Jeans genäht sind, wo die Marke, das Modell und so weiter draufstehen. Die sind oftmals aus Leder und ich hatte das auch eine ganz lange Zeit nicht auf dem Schirm. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, bis ich es irgendwo gelesen habe und ja, das dann immer im Hinterkopf hatte beim Shoppen. Und deswegen würde ich das an dieser Stelle gerne an euch weitergeben. Und natürlich auch so andere Kleinigkeiten, an die man oftmals nicht denkt, sowas wie Knöpfe mit Lederbezug oder die aus Horn oder Perlen oder sowas bestehen können. Also guckt da immer zweimal. Und manchmal ist es natürlich auch beim einmal, zweimal, dreimal draufschauen nicht wirklich einfach rauszufinden, ob das Kleidungsstück komplett vegan ist, weil manche Hilfsstoffe, wie zum Beispiel Klebstoff von Schuhen oder anderen geklebten Klamotten, tierische Bestandteile beinhalten, aber das muss halt nirgends deklariert werden. Und das ist halt so ein Problem. Man kann oftmals beim Draufschauen nicht identifizieren, ob das Kleidungsstück jetzt 100% vegan ist. Also dieser Klebstoff, der oftmals in Schuhen auch benutzt wird,
Ja, beinhaltet oftmals so Proteine, ja, aus Milch oder Kollagen. Das ist ja einfach nur Haut, Knochen, Sehnen und Fleisch von Tieren. Und deswegen kann man das oftmals eigentlich vom reinen Draufschauen nicht so wirklich beurteilen. Wenn es euch wichtig ist, dass eure Kleidung 100% vegan ist, dann ist natürlich die Nummer sicher, eine vegane Marke oder verschiedene vegane Marken zu wählen. Ich habe da auch in dem Lookbook, in meinem Blogbeitrag, den ich vorhin erwähnt habe, ein paar tolle vegane Marken, die ich euch nur ans Herz legen kann. Aber eine Alternative ist natürlich auch von nicht veganen Firmen vegan deklarierte Produkte. Also es gibt ja große ja, Modehersteller, die jetzt so vegane Linien auf den Markt bringen. Das ist natürlich auch nochmal so eine relativ sichere oder eigentlich sichere Methode, vegane Kleidung zu kaufen. Ich persönlich finde den Trend eigentlich sehr gut, dass solche großen Modehäuser jetzt auch vegane Produkte auf den Markt bringen, weil es ist unrealistisch, dass jetzt solche Moderiesen von einem auf den anderen Tag nur noch vegan produzieren. Aber wenn diese veganen Produkte oder Linien gekauft werden, dann wächst natürlich die Nachfrage, das Angebot wächst und es wird immer mehr vegane Kleidung produziert. Deswegen finde ich das eigentlich ja ziemlich unterstützenswert. Also nach dieser Definition wäre jetzt zum Beispiel ein Kleidungsstück aus Synthetik, also Polyamid oder Polyester oder sowas, was ja aus Erdöl besteht, komplett vegan, aber genauso wie im Bereich Ernährung vegan nicht gleich gesund bedeutet und auch ungesund geht, ist es auch im Modebereich. Also nur weil jetzt ein Kleidungsstück vegan ist, heißt es nicht gleich, dass es umweltfreundlich und gesund und auch fair gehandelt ist. Und deswegen ist so mein zweiter Tipp, worauf ihr beim Klamottenshoppen achten könnt, dass ihr auf nachhaltige Materialien setzt und die bevorzugt. Also so ökologische Rohstoffe sind zum Beispiel, also es sind jetzt nur so ein paar Beispiele, sind auf keinen Fall alle, aber ich denke da an so Dinge wie Bio-Baumwolle und Bio-Lein. Bio einfach deshalb, weil beim Anbau von dieser Baumwolle ja keine synthetischen Dünger benutzt werden, keine Pestizide benutzt werden. Das ist gesünder für den Menschen, der die Sachen am Ende trägt, aber natürlich auch für die Feldarbeiter und vor allem auch für die Umwelt. Dann gibt es noch Materialien wie Tencel oder Lyocell, wird es glaube ich ausgesprochen. Das ist eine super Alternative zu Baumwolle, besteht aus Eukalyptus, aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist gerade total im Kommen, was so die nachhaltige Modewelt angeht, weil dieses Eukalyptusholz einfach viel weniger Wasser braucht als Baumwolle beispielsweise. Dann gibt es noch so ein paar andere natürliche Materialien wie Kork, wie Hanf zum Beispiel. Aber auch Upcycling-Materialien sind, was nachhaltige Mode angeht, super im Trend. Also so recyceltes Nylon aus Fischernetzen, aus dem Ozean zum Beispiel, heißt Econyl. Oder auch recyceltes PET aus Plastikflaschen zum Beispiel. Also es gibt wirklich coole Firmen, die aus diesem Müll noch richtig schöne Kleidung herstellen. Und wenn ihr da die Wahl habt, zwischen herkömmlicher Baumwolle und Biobaumwolle, nehmt lieber die Biobaumwolle oder vielleicht noch aus diesen ganzen anderen nachhaltigen Rohstoffen, dann setzt auf jeden Fall bevorzugt darauf, weil es einfach gesünder für euch ist, gesünder für die Arbeiter und natürlich auch ja, gesünder für die Umwelt. Und neben veganen und umweltfreundlichen Materialien könnte man beim ethischen Shoppen noch darauf achten, wer die Kleidung tatsächlich herstellt. Also wer unnötiges Leid vermeiden will, möchte das natürlich nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen. Und deswegen ist die beste Wahl beim Shoppen natürlich immer Fair Fashion. Also fair gehandelte Kleidung, fair produzierte Kleidung. Und mit fair meine ich nicht nur, dass die Rohstoffe, wie jetzt die Biobaumwolle beispielsweise, aus fairem Handel kommen, sondern auch, dass die Näher, die die einzelnen Teile mit ihren eigenen Händen nähen, wirklich unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten, eine faire Bezahlung bekommen. Also Fair Fashion bedeutet einfach, Fairness über den kompletten Produktionsweg hinweg ist garantiert. Und ich betone das Wort, ist immer die bessere Wahl oder sollte bevorzugt werden, weil ich natürlich weiß, dass die meisten von uns nicht 100% Fair Fashion im Kleiderschrank haben. Und auch ich habe mich vor einigen Jahren überhaupt nicht, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und ich bin genauso zu diesen
ja, klassischen Fast-Fashion-Retailern einkaufen gegangen, die wir alle kennen, die ich jetzt nicht nennen will, um keine Werbung dafür zu machen. Also es geht auch gar nicht darum, das so zu verurteilen. Und wenn du was von H&M hast, bist du ein schlechter Mensch oder so. Jetzt habe ich es doch gesagt, egal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich habe auch noch total viele Sachen im Schrank, die ich heutzutage gar nicht mehr kaufen würde. Klar trage ich sie jetzt noch und ich habe so viel davon, weil sie eben zu Spottpreisen verkauft wird und man deshalb eine Riesenmenge davon kauft. Und ja, also ich kann euch zu diesem Thema die Dokumentation The True Cost wärmstens ans Herz legen. Die gibt es bei Netflix, aber auch so findet ihr bestimmt auch auf Amazon oder sowas. Die ist sehr augenöffnend, sehr bewegend und da werden einfach die Missstände der weltweiten Textilindustrie aufgezeigt. Also neben der riesen Umweltverschmutzung, die diese Branche ja verursacht, werden da eben so Missstände aufgezeigt wie unfaire Behandlung oder auch Menschenrechtsverletzungen, also wie die Arbeiter ausgebeutet werden, geschlagen werden, keine Rechte haben, eine miserable Bezahlung bekommen, unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und auch ja mit gesundheitsschädlichen Chemikalien in Kontakt kommen und es interessiert einfach niemanden. Und ja, ich finde den Titel The True Cost sehr schön gewählt, weil wir kaufen diese Wegwerfkleidung, ist es am Ende, diese Billigware zu Spottpreisen und den wahren Preis zahlen aber eben andere Menschen dafür. Und deswegen, also ich fand es sehr, sehr ergreifend, diese Doku. Und deswegen ist dieses Thema nochmal aktueller für mich geworden, obwohl ich seit 2, 3 Jahren überhaupt nicht shoppen war. Also ich gehe überhaupt nicht mehr in diese Läden einkaufen, weil ich auch in den letzten 2 Jahren durch unsere Reise vor allem auch ziemlich minimalistisch geworden bin. Aber trotzdem ist durch diese Doku das Ganze nochmal in mein Bewusstsein gerückt und deswegen mache ich jetzt auch dieses Video hier für euch, um ja, das einfach weiterzugeben und auch für dieses Bewusstsein ja bei euch zu sorgen. Und viele Leute sagen dann halt, ja, wenn ich aufhöre, in diesen Läden zu kaufen und das quasi boykottiere, dann verlieren ja die Arbeiter in Indien, Bangladesch, Indonesien und diesen Dritte-Welt-Ländern ihren Arbeitsplatz und das ist ja nicht Sinn der Sache, deswegen kaufe ich weiter in diesen Fast-Fashion-Retailern ein. Für mich ist es aber irgendwie kein Argument, sondern eher eine Ausrede, guten Gewissens so weiterzukaufen, nichts zu verändern und auch so ein bisschen seiner eigenen Verantwortung aus dem Weg zu gehen. Und ich finde, wir als Käufer haben einfach eine Verantwortung, weil wir dieses System maßgeblich beeinflussen. Also was die Firmen möchten, das ist in unserer Wirtschaft einfach so, ist Profit zu machen. Und wir haben aber die freie Wahl, welcher Firma wir unser Geld geben. Und wofür wir dann halt eben auch stimmen, für Ausbeutung und Ungerechtigkeit oder eben für Nachhaltigkeit und fairen Handel. Und ich glaube, wir haben eben diese Macht, das System zum Positiven zu verändern, ein System, was gerade eben noch sehr ungerecht ist, und sollten auch uns immer bewusst darüber sein, dass unsere Kaufentscheidung eine Handlung ist und jede Handlung eine Konsequenz hat und ja, dass andere Menschen den wahren Preis für unsere Kleidung zahlen. Und ich glaube, das möchte einfach niemand von uns unterstützen. Das ist einfach so. Und ja, ich glaube, so ein Systemwandel passiert, indem wir einerseits mehr Geld da lassen, wo es hingehört. Und zwar, dass wir die Firmen unterstützen, die es schon richtig machen, die vegane, nachhaltige und faire und schöne Mode anbietet. Und andererseits von den Fashion-Riesen, Fast-Fashion-Riesen, ja auch die zur Verantwortung ziehen und das auch einfordern, dass sie ihre Arbeiter fair bezahlen und für menschenwürdige Arbeitsbedingungen sorgen. Und zu so einer Systemveränderung gehört meiner Ansicht nach auch eine Änderung unseres Konsum- oder Kaufverhaltens, mit uns meine ich jetzt unsere Gesellschaft, weil es klar ist, dass vegane, nachhaltige, fair gehandelte Kleidung
keine Billigmode ist, die wir alle paar Wochen austauschen. Also wahrscheinlich kostet ein Kleidungsstück keine 5 oder 10 Euro und wir müssen vielleicht das 3-, 4-, 5-fache oder sogar mehr für eine Sache ausgeben. Aber dann kaufen wir weniger davon, wir tragen es viel länger und vor allem tauschen wir es nicht alle paar Wochen gegen was Neues aus und schmeißen den Rest weg. Und wenn ihr jetzt zuhört und sagt, oh mein Gott, wovon spricht sie da? Und keine Fans von einem minimalistischen Kleiderschrank seid oder so und Mode liebt und gern shoppen geht, ist es ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, geht's nicht um Perfektion. Bei allem, was ich sage, geht's jetzt auch nicht darum, dass ihr alle eure Klamotten wegschmeißt und nur noch vegane, nachhaltige Sachen kauft. Das wäre auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Es geht halt darum, dass ihr zukünftige Kaufentscheidungen überdenkt und diese Entscheidung bewusst trefft. Und wenn ihr eben gerne shoppen geht, kann ich euch Secondhand ans Herz legen. Ist vielleicht nicht alles vegan und nachhaltig und fair, aber ihr findet auf Flohmärkten, in Secondhand-Shops oder wenn ihr sowas in eurer Umgebung nicht habt, dann auch online über Apps wie Kleiderkreisel, Spock und so weiter. Dann gibt's noch eine neue, die heißt, glaube ich, Zada. Habe ich noch nie ausprobiert, habe ich aber online drüber gelesen. Dort findet ihr super gute, also wirklich noch in sehr gutem Zustand getragene Kleidung, oftmals auch viele ungetragene Sachen und könnt einfach Geld sparen. Ihr steckt nicht diesen Fast-Fashion-Riesen das Geld in die Tasche und könnt einfach die Lebensdauer von dieser Kleidung verlängern und euch daran erfreuen und der Umwelt noch was Gutes tun. Und wenn ihr noch skeptisch seid und denkt, vegane, nachhaltige, faire Mode kann doch nicht wirklich gut aussehen, dann schaut euch auf jeden Fall das Lookbook in meinem Blogbeitrag an. Habe ich euch unten verlinkt. Lasst euch inspirieren. Dort habe ich auch so ein paar vegane Marken bzw. Marken mit sehr, sehr viel veganer Auswahl vorgestellt, die wirklich auch unterstützenswert sind, die fair produzieren, also sozial verantwortlich, nachhaltig und vegan natürlich. Schaut dort auf jeden Fall mal rein und wenn ihr noch Tipps habt über meine 3 Tipps hinaus oder Fragen, Anregungen, dann alles in die Kommentare damit. Vielleicht habt ihr noch so den ein oder anderen Tipp für mich und die Community, wo ihr einkaufen geht. Ich freue mich von euch zu lesen. Danke für eure Zeit und fürs Zuhören, ihr Lieben und sehe euch hoffentlich im nächsten Video.